Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar so eine kleine Plugin-Vorstellung. Ja, ich habe halt jedenfalls etwas Kleines programmiert und das wollte ich euch mal zeigen und halt auch fragen, ob ich mal ein Tutorial darüber machen soll. Ja, genau. Außerdem gibt es auch noch kleine Informationen und ja. Ich würde sagen, wir fangen mit den Informationen erstmal an. Und zwar, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ich eine neue Playlist erstellt habe. Und zwar Survival Games programmieren, genau. Und zwar habe ich vor, eine neue kleine Serie zu starten. Und zwar, ja, Survival Games Plugin programmieren, genau. Und diese wird am 01.01.2016 um 0 Uhr starten. Genau, also vom Wechsel von 2015 auf 2016. Genau, da soll die starten. Ich habe auch schon einige Videos produziert. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ihr euch freut, könnt ihr das ja auch gerne in die Kommentare schreiben, das würde mich immer sehr interessieren. Und ja, vielleicht noch einen Daumen hoch da lassen auf dieses Video, weil das zeigt mir dann auch, dass ihr auch mal solche Videos sehen wollt, dass ich zuerst mal was zeige und dann ich frage, ob ihr das sehen wollt, wie man das programmiert und dann, genau. Jedenfalls, zeige ich euch jetzt mal. Ah ne, warte, ich habe noch ein paar Informationen zu den Survival Games programmieren. Und zwar, es wird so sein, die Videos werden so um die 5 Minuten gehen. Zumindest die meisten. Eins ist auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das geht, glaube ich, so 20 Minuten. Aber in der Regel sollten die 5 Minuten gehen. Und dafür kommt aber jeden Tag eine neue Folge. Diese Serie wird in 7 Parts aufgesplittet sein und das heißt dann halt, es geht halt eine Woche lang, jeden Tag ein neues Video. Genau. Das war's dann schon jetzt zu diesen Informationen zu Survival Games. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich hier so, was ich halt hier programmiert habe. Deswegen, ich gehe mal kurz in den F5-Modus. Und zwar, ich habe hier einen Stick und wenn ich jetzt damit klicke, dann passiert was, und zwar das hier. Hui. Ein kleines, ja, was, wie soll ich sagen, Gimmick, nee. Ja, so eine kleine Spirale um den Spieler rum. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und wenn ihr mal halt sehen wollt, wie man das macht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, das sieht irgendwie sehr cool aus. Kann man vielleicht noch andere Features dann einbauen. Aber ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Ja. Das war's dann eigentlich schon zu diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Spirale findet. Und ob ihr euch schon auf das Survival Games, auf die Survival Games Reihe freut. Oder ob ihr das hier auch mal als Tutorial sehen wollt. Genau. Könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.